Mir macht es einfach Spaß, eben halt mich zu verschenken bis zu einem gewissen Grad. Gott hat Freude uns. Jetzt aber. Und ich bin heute der Baumschmücker. Ja, das würde ich an deiner Stelle mit nach Hause nehmen. Ich glaube an das Gute. Ist der Bezug zu Weihnachten geprägt natürlich durch die Kindheit, durch die Erziehung, nicht? Also protestantisch, also evangelisch erzogen worden einerseits, und das ging dann auch durch das Kirchenjahr, nicht? Also Weihnachten, Ostern, Pfingsten bis die anderen Geschichten, aber eben halt gemäß, also nicht zwanghaft. Und über die Musik in den Kirchen damals, auch schon im Kirchenchor war ich auch eine kurze Zeit, habe selber Gitarre gespielt auch und das Repertoire aus den verschiedenen Jahrhunderten kennengelernt und irre viel Weihnachtslieder auch in petto. Und das ist die Erinnerung an die Kindheit, Jugend, ja. Was ich mit Weihnachten also verbinde. Das sich verschenken für den anderen. Night. Holy night. Ich glaube an das Gute. Selbst wenn wir so viel Gegenteiliges erleben müssen, was uns prüft, was uns prägt, was uns traurig macht, aber auch was uns glücklich macht. Ich glaube in jedem Fall, dass es über die Kommunikation Mensch zu Mensch, ob das jetzt nur Jesu Wort ist oder in irgendeiner Weise der Gottesdienst. Schön die Frage auch, ob du glaubst. Ja, ich glaube. Habe es aber mit der Religion so schwer, nicht wahr? Weil wir die Religion so schwer machen. Ich glaube an die Kreativität des Menschen im Positiven, also im Schönen. Und dazu gehört Weihnachten für mich.